Hallo, grüß euch. Heute probieren wir mal ganz was Neues aus. Bis jetzt, muss ich sagen, bin ich immer ein bisschen skeptisch gewesen bei dem Quimic. Jetzt wurde ich eines Besseren belehrt, und zwar ist das nichts künstlich, sondern Natur, einfach Sahne mit Gelatine versetzt. Und das probieren wir jetzt aus. Quimic, nicht Kühlschrank, sondern Zimmertemperatur. Das tun wir jetzt einfach mit einem Schneebesen verrühren. Dann geben wir da einen Zucker dazu. Ja, 2 Löffel. Und einen Kaffeegeschmack. Wer den Kaffeegeschmack nicht hat, kann natürlich auch 2 oder 3 Kaffeelöffel mit einem ganz ein bisschen heißem Wasser auflösen, also einen Löskaffee, und kann das auch dazu tun. Ich tue jetzt den Sirup dazu. Und das verrühren wir jetzt. Sind schon gleich keine Klumpen mehr rein. Am Anfang sind da Klumpen. Ich habe noch nie mit dem gearbeitet. Das wird jetzt Premiere. So. Ich würde sagen, jetzt mache ich einmal eine ganz kleine Probe, ob nur Zucker rein ist. Ja. Ein bisschen Kaffee noch. Und vielleicht noch ein bisschen Zucker. Also ich habe jetzt, kannst du sagen, 3 Esslöffel Zucker rein. Dann. Ich mache nämlich heute eine Kaffee-Kardinal. Aber nicht Schnitte, sondern wir machen es heute einmal rund. Jetzt hole ich die Sahne. Und zwar habe ich 250 ml Quimic gewesen, und jetzt tue ich 250 ml geschlagene, festgeschlagene Sahne dazu. Das verrühren wir jetzt. Ich nehme jetzt den Gummi. Da kann ich es nämlich besser auch von unten aufholen, und es geht einfach auch viel besser zum Verrühren. Das tue ich jetzt in einen Spritzsack rein und lasse es so 1,5 Stunden im Kühlschrank stehen. Und inzwischen richte ich das her für die Zutaten für die Kardinalschnitten, die macht man natürlich zusammen. Das sind keine Schnitten, sondern Torten. Und dann bin ich wieder bei euch, wenn ich es hergerichtet habe und wenn man es macht. Gell? Viert euch dabei. So, meine Lieben, ich habe jetzt das Backerl auf 150 Grad Heißluft vorgeheizt. Und jetzt machen wir den Schnee und in Biskuit. Schnee habe ich da drinnen, das Eiweiß und eine Prise Salz. Ich schreibe natürlich genau das Rezept drunter, gell? Und das lassen wir jetzt, tun wir jetzt aufschlagen, bis es weiß ist. Und wenn es weiß ist, tun wir löffelweiß an Zucker rein. Ich lasse das jetzt nicht rennen, weil das ist sehr laut. Einfach zuerst aber ein bisschen aufschlagen lassen. Nicht am Anfang und nicht den ganzen Zucker. Weiß aufschlagen und dann Löffel für Löffel Zucker rein tun, dass er sich schön auflösen kann. Und dann bin ich wieder bei euch. Alles andere machen wir wieder zusammen. Gell? So schaut der Schnee jetzt aus. Richtig fest und gut. Und jetzt tun wir nachher noch 2 Esslöffel Stärke. Das tun wir aber mit dem Schneebesen einrühren.
Und das tun wir nachher, das ist das Eiweiß für die Kardinal. Und das andere wird jetzt der Rührteig. Das tun wir nachher mit dem Spatel in einen Spritzsack rein. Wenn wir das schön aufspritzen müssen. Alles Platz hat. So, und jetzt machen wir noch ein Biskuit. Es geht sich schon aus. Müssen wir halt unten zuerst drucken. Dann machen wir den Biskuit. Und zwar, ich habe da zum Beispiel, habe ich das aufgezeichnet und da tun wir noch drauf spritzen, gell? Von der Form. Habe ich das mit Kuli aufgezeichnet und jetzt machen wir in Biskuit. Und zwar sind das Eier, zwei Eier und die Dotter von die Eiweiß. Und da kommt der Zucker dazu. Und den Zucker mit den Dotter lassen wir jetzt ganz weiß schaumig aufschlagen. Da schalte ich jetzt wieder die Maschine aus. Und wenn das wirklich ganz weiß schaumig ist, dann bin ich wieder bei euch, weil dann kann man richtig weitermachen. Gell? Tschüss dabei. So, ich habe das jetzt richtig schaumig aufgeschlagen, wenn es das sechs. Leider wird es nicht ganz weiß, weil die Dotter so dunkelgelb gewesen sind. Aber richtig schaumig ist es jetzt. Dann tun wir da das Mehl einsieben. Immer sieben. Dann habe ich keine Klumpen und nichts. Und das werden wir jetzt da unterheben. Zum Schluss wieder mit dem Spatel. Dass wirklich alles schön von unten auf geht. Und das füllen wir jetzt in den Spritzsack rein. Und jetzt geht's los. Das ist doch gut. Dann geht es los mit dem Eiweiß. Das was jetzt oben rausgequillt, weil ich muss es erst unten aufschneiden. Dann geht es ein bisschen nach, dann geht es zum Aufspritzen. So. Jetzt nochmal gerade da ein bisschen mit dem noch, weil sonst, ja, es geht auch nicht, weil es so voll ist. Das ist wurscht. Jetzt quillt es halt ein bisschen aus. Jetzt. Vielleicht tut es es unter zweimal rein. Manchmal ist es halt so. Jetzt hebe ich es oben zu. Dann fangen wir in der Mitte an. Dann lassen wir eine Reihe frei fürs Biskuit. Ob ich das jetzt so schön rund da mache, weiß ich nicht. Machen wir es ein bisschen dicker. Dann das nächste. Und außen.
So. Die Hände waschen und da kommt jetzt das Ding rein. Das Biskuit. Das geht ein bisschen besser. Das ist nicht so. Da kommt nicht oben so viel raus. Jetzt muss man aufpassen, weil das ist ein bisschen flüssiger. Und zwar. So, da rein nur. Und da. So. So schaut das jetzt aus, bitte. Und ich tue das jetzt ins Backerl, das braucht ungefähr 30 Minuten. Und dann machen wir noch das zweite. Dann tun wir einen Ring um und tun es füllen und fertig sind die Kardinaltote. Nicht Schnitt, sondern Tote. Also bis gleich, gell? So, einer ist ausgekühlt. Ich habe mir so einen Reifen reingetan. Und der zweite ist jetzt ganz gleich fertig, in ein paar Sekunden. Und jetzt tun wir es füllen. Lassen es einfach da drinnen ein bisschen rauskühlen. Ich tue jetzt einfach die Creme. Ein bisschen mehr aufschneiden. Die Creme auf. Nicht ganz am Rand, weil sonst quillt es euch raus. Eher in die Mitte, weil da drucken wir es oben auf. Ich zeige euch das jetzt ganz gleich, wie das ausschaut. Die Creme ist schön fest. Ich habe es jetzt einfach so aufgedruckt. Und sobald das fertig ist, also ausgekühlt ist, stürzt es und dreht es nochmal um und tue es einfach da auf und ein bisschen aufdrucken. Das ist alles. Und dann in den Kühlschrank. Und bevor wir sie anschneiden, tun wir einfach schönen Stabzucker auf und schneiden schöne Stückchen aus. Das ist alles. Ich brauche euch das, glaube ich, jetzt nicht mehr sagen. Einfach den Deckel, der was jetzt da im Röhrl ist, ich tue ihn raus und ersetzen. Ich habe 25 Minuten reingekocht. Und so schaut das aus. Und den lasse ich jetzt auskühlen und dann tun wir, ich kann euch das auch noch zeigen, wenn es will. Wir tun einfach umschneiden. Und dann so wieder auf. Aber jetzt ist er noch zu warm. Ich tue das nachher, wenn er angekühlt ist, und tue in den Kühlschrank und dann zeige ich euch natürlich ein Foto rein. So, gutes Gelingen. Es ist schon mal ein bisschen was anderes als wie eine Schnitte. Mir gefällt das ganz gut mit der Toten. Probiert es auch das Creamic. Ich bin eigentlich begeistert, muss ich sagen. Ich habe es noch nie probiert, aber es ist gut. Und ja, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Viert euch!